herzlich willkommen zu einem weiteren Dummy-Vlog mit mir, dem Dominik. Tube Hamburg, also eine Gruppe aus mehreren YouTubern aus Hamburg, ist nach Berlin gefahren. Genauer zum YouTube Space Berlin. Wie das alles aussah, seht ihr jetzt. Viel Spaß! Das ist eine Tour de Space. Tour de Space. Sogenannte Tour de Space. Genau, also ab 16 Uhr finden wir uns das Open House statt. Es gibt ein cooles Barbecue draußen, Drinks für alle. Und ihr könnt euch nochmal ganz genau in unserem Space angucken. Meine Gruppe weiß schon, was kommt. Wir sind euch leider einen Schritt voraus. Ich hab's extra nicht erzählt. Also wir haben okay, noch dafür gewinnt ihr die Tour des Space, meine Gruppe. Ich bin nicht so sicher. Ja. Ich habe sie ein oder andere Reiseprank ausgedacht. Ich fand das letzte Mal hat sie Selfies von mir verlost. Dann kamen die Leute, hey, ich habe ein Selfie mit dir gewonnen. Ich so, was? Video, dieser Zug wird Video gemacht. Dieser Zug wird Video. Genau, Video überwacht, die Kameras habt ihr quasi alle mitgebracht. Deswegen haben wir es mit dazu geschrieben. In Berlin fährt man U-Bahn, S-Bahn, man fährt Bus oder das Taxi, aber man läuft nicht. Nicht? Auch nicht zum Rückkasten. Man fährt viel fahren. Also Berlin ist faul. Deswegen haben wir eine U-Bahn. Wir stehen mittendrin in unserem ersten Ready-Set. Wir haben zwei Ready-Sets bei uns im Space. Die Sets, wir haben so drei Säulen, auf denen das Space aufgebaut ist. Das ist Learn, Connect und Create. Die Sets, die sehen quasi Create. Das seid ihr, das sind alle YouTuber, die bei uns drehen wollen, können sich die Sets buchen. Davon gibt es Set 1, Set 2, da gehen wir gleich rüber. Das Besondere am U-Bahn-Set ist einmal, dass es brandneu ist. Ihr seid nach den Lochis, die gestern hier waren, quasi die zweiten. So duftet das ja auch noch so. Ja, das ist richtig was. Ah, Holz. Genau. Das Besondere ist, dass wir das haben online und bestimmen lassen. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Wir haben eine Umfrage gemacht bei Twitter, was für Sets denn gewünscht sind. Und wir haben nochmal eine Umfrage gemacht, wie das Set denn heißen soll. Und seitdem heißt es aktuell Community Space Square. Scheiße, ich hab für das andere der gestimmt. Name hat gewonnen. Das Besondere wird sein, dass man den Namen individuell austauschen kann. Also da kommt ein AG-Fahrt dran, damit nicht jede U-Bahn-Station, jeder Shoot hier drin gleich heißt. Achso. Genau, also das sind die Ready-Sets, die wechseln so alle drei Monate ungefähr. Achso. Das heißt, hier war vorhin ein Café drin, dann war hier mal ein Hotelzimmer drin. Ein Homeoffice hatten wir in dem anderen Set bis vor kurzem. Einmal lächeln bitte. Lächeln. 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 Einmal bitte lächeln. Lächeln. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Einmal bitte lächeln. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Ich glaube, ich kriege heute noch auf die Fresse. So doch. Das ist sehr süß hier. Hier sind zwei Plätze, sonst auf die Bank. Ich glaube, ich weiß nicht, wie belastbar die Liege ist. Lieber nicht. Nee, nicht. Und was ich finde, was sehr besonders ist an dem Set, dass man, egal wie man, also je nachdem, wie man die Kamera einstellt, immer ein ganz neues Bild entsteht. Also wir wollten hierbei verhindern, dass sich Sachen nicht so wiederholen. Das natürlich von mehreren Creatoren genutzt wird. Und wenn dann irgendwann alle von derselben Backsteinwand drehen, dann langweilig. Genau, für uns ist ja nicht das Ziel, dass dann zu erkennen ist, dass es hier gedreht wurde, sondern dass es ein spannendes Bild für den Creator ist.
Okay, so ein iMac nehme ich sofort mit. Also das ist der Schnittraum, der Post-Production-Raum, das wolltest du auch gerade sagen. Ja, nochmal. Ein bisschen paradox. Das ist ein bisschen schön. Genau, hier kann man so Schnitt- und Nachvertonung und so weiter machen. Und die kann man auch rufen, die einzelnen Schnittplätze. Und manchmal ist es halt so, dass wenn man jetzt ein spezielles Programm braucht oder einen speziellen Schnitt, dass man dass dann Leute einfach hierher kommen und sagen, ich möchte das Programm und ich will es aber nicht selber kaufen, weil es mir zu teuer ist. Oder manchmal ist es auch so, dass sie sagen, okay, ich will was ausprobieren, was ich sonst noch nicht gemacht habe und ich bräuchte jemanden, der mir dabei hilft. Und wir haben halt einen Produktionsmenschen da, der ist auch den ganzen Tag immer da und der hilft dann und gibt dann Tipps. Und wir haben hier aber auch Workshops zum Thema Schnitt zum Beispiel oder Post-Production, Special Effects, Greenscreen und so weiter. Und die Workshops finden dann auch hier drinnen statt. Okay. Aber ich kann nur auf Englisch freestylen, sorry. Verstehe was schon. Look. I'ma get it, I get it right here. I don't even care, yeah, I sipped a couple beers. I be over here and y'all dudes can't relate, cause I'm chilling right here at the YouTube space. All day, it's all night. I'm so tight, I be rapping all night. It's like, I don't even care, cause it's blicky black the president. I'm growing out my hair all day. Y'all be sitting off the chairs, y'all don't get it. And I don't even care, cause you know I'm just spitting. And no, it's not written, and no, I'm not cripping. And I don't even care, cause everybody listen, look, get your cameras out. Y'all can take a picture, I don't even care. Bring your little sister, or even your little brother, or even your damn mother, or your sister, or your cousin, or your damn lover. It's like that, cause I leave your mother smothered, and I come around here, and you know I just brother like, cause I'm the man, I shoot you in your head. Actually, you're not dead, cause my name is Black Prez. You know, I stack bread, I got fiends like crackheads, and I don't even care, cause you know I got a leg. I mean, I got like two of them things. I've come around, yeah, I got my crew in them things. It's like, I do this all the time. I'm sipping on some wine, and yeah, I got some rhymes. I see a lot of dimes, I don't even know though. Come around here, I be bouncing like a pogo. Look, y'all do that, you heard of. Chilling outside, we was eating on some burgers, or maybe some halloumi. Ain't nobody do me, and I don't even care. Y'all can see me in the movies like Kevin Hart or Ravy the Rock, and I don't even really care, cause no, I don't stop. See, I got a Macintosh, and you know my name is Josh, and I come around here with all of the guap. Thank you. Ja, das war's. Okay. Danke. Nice.